Im gestrigen Marktflüster hatte ich die immer größer werdende Spanne zwischen den Finanzmärkten einerseits und der Realität und der Realwirtschaft auf der anderen Seite thematisiert. Und das Problem dabei ist, dass je krasser diese Differenz wird, je angespannter das Seil ist, umso größer das Potenzial und die Chance, dass dieses Seil irgendwann reißt und wir dann eine kleine Explosion erleben. Und es ist nun nach meiner Auffassung nötig, dass wir ein bisschen umdenken, dass wir ein bisschen in eine andere Richtung laufen, denn wir sehen, was die Notenbanken angerichtet haben, die Aktienmärkte wie auch die Anleihenmärkte, da geht es gar nicht mehr um die Bepreisung von Risiken, sonst wären fast 18 Billionen an Staatsanleihen in Dollar gerechnet nicht mit negativer Rendite versehen, das kann ja mit Risiken und Chancen gar nichts mehr zu tun haben, ähnliches bei Junk Bonds etc. Das heißt, hier wird die zentrale Funktion der Finanzmärkte eigentlich außer Kraft gesetzt, Chancen und Risiken zu bepreisen, neue Informationen aufzunehmen und die Konsequenzen für die Zukunft gleich zu bepreisen. All das ist jetzt aufgehoben und auf der anderen Seite sorgt das dafür, dass wenige immer reicher werden und viele nicht reicher werden, sondern im Prinzip nur noch durchgefüttert werden können. Und ich will hier ein paar Aspekte mal beleuchten, die das auf den Punkt bringen. Fangen wir zunächst mal in den USA an. Da sagen nach einer neuen Umfrage 38% der Amerikaner, dass sie im Jahr 2021 im Survival-Mode sein werden, also in einer Art Überlebensmodus. Da schauen sie, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Das klingt alles andere als nach Jubel, den wir an der Wall Street ja gesehen haben. Mit den neuen Allzeithochs gestern ja eine Korrektur dazu gleich mehr. Also wir sehen hier die Spanne zwischen den Partys an den Finanzmärkten auf der einen Seite, die so tun, als würden wir großartiges Wachstum bekommen, wenn Corona dann wegen des tollen Impfstoffs gleich vorbei ist. Wenn das nicht passierte, dann wird es ein Erwachen geben und vor allem werden eben diese Leute nicht das ganze Geld in den Konsum stecken können, weil sie schlichtweg zu wenig davon haben. Dementsprechend scheinen mir diese Erwartungen ein bisschen hochgegriffen. Schauen wir uns mal an, fast jeder vierte Haushalt in den USA hat das sogenannte Food Insecurity erlebt, also Unsicherheit in Sachen Essen, nicht klar, ob man in den nächsten Tagen genug zu essen haben wird, besonders bei Schwarzen ist das der Fall, besonders bei Hispanics ist das der Fall, bei Weißen schon deutlich weniger, bei anderen auch weniger, Asiaten. Also wir sehen, das trifft bestimmte gesellschaftliche Gruppen, Ethnien, wenn man so will. Jedenfalls ist diese Differenz umso krasser, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was auf der anderen Seite passiert ist, nämlich die Superreichen. Hier sehen wir mal die Wohlstandszugewinne der 10 reichsten Leute, eines Elon Musk zum Beispiel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg etc., wie sie alle heißen. Grün ist das, was in diesem Jahr dazugekommen ist. Das heißt, das, was die Notenbanken hier machen, führt faktisch ja zu einer Inflationierung von Vermögenspreisen. Damit werden diejenigen, die Vermögen besitzen, immer reicher, während die, die arbeiten und kein Vermögen besitzen, immer länger arbeiten müssen, um sich zum Beispiel einen S&P zu kaufen, S&P 500 zu kaufen, der ja bei knappe 3.700 Dollar steht. Es gibt ja schöne Grafiken, die zeigen, wie lange muss ein amerikanischer Angestellter arbeiten, um eben diese 3.700 Dollar zu erreichen. Und es sind immer mehr Stunden, so viele Stunden wie noch nie zuvor. Und diese Differenz, die wird immer schwieriger zu überbrücken sein. Und das ist jetzt genau das Thema, das in den nächsten Monaten und Jahren auf der Agenda steht. Diese Differenz muss kleiner werden, sonst fliegt uns das System aus dem Ruder. Das heißt, wir müssen die Ungleichgewichte in der Vermögensverteilung einebnen ein bisschen auf der einen Seite und wir müssen auf der anderen Seite, und das hat gestern begonnen wahrscheinlich dieser Prozess, die Supermacht der wenigen Tech-Konzerne brechen, sonst werden wir hier Ungleichgewichte erleben, die uns noch stärker betreffen werden. Gestern mit Facebook ist das passiert, dazu gleich mal mehr. Aber das ist genau das Problem. Jetzt sehen wir diese Exzesse, beispielhaft gestern DoorDash, eine Aktie, die eigentlich 75 Dollar kosten sollte. Dann aufgrund der Hysterie an der Wall Street, der Euphorie an der Wall Street, schon weit über 100, dann als IPO an den Markt kam, ist dann auf 190 nach oben geschossen, damit mehr wert als Ford zum Beispiel. Heute kommt Airbnb, sicherlich ein Unternehmen, das werthaltiger scheint für meine Begriffe, aber hier schauen wir mal die Entwicklung. Januar 2009, 2,5 Millionen Bewertung, November 2010, 70 Millionen, Juli 2011, 1,3 Milliarden, und jetzt sind wir nach dem derzeitigen Pricing, gestern wurden ja die Aktien da angedient, schon bei 47 Milliarden Dollar.
Und dann das angesichts der Pandemie, hier mal eine Schlagzeile aus April, dass Airbnb eben Cash verbrennt, dass die Sache sehr, sehr schwierig ist. Aber jetzt glaubt man eben durch diese Impfstoffentwicklung, dass die Zeiten wieder ganz normal werden. Wird das so passieren? Ich hatte gestern dazu im Marktgeflüster einiges gesagt. Insgesamt kann man sagen, dass jetzt im Jahr 2020 mehr als 140 Milliarden Dollar hier an US-Finanzmärkten durch solche IPOs aufgenommen wurden. Das ist ein absoluter Rekord, übertrifft damit das Jahr 1999, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ja dazu, ja. Also das ist natürlich ein Punkt und hier sehen wir nochmal Capital Records, Corporate Capital Raising, also praktisch die Kapitalaufnahme von Unternehmen bei fast 4 Billionen Dollar bislang, absoluter Rekord. Hier sehen wir High Yield Debt, Investment Grade Corporate Debt, das heißt wir sehen, dass die Verschuldung der Unternehmen massiv nach oben gefahren worden ist und diese Verschuldung wird das künftige Wachstum eben einbremsen, denn man muss diese Schulden zurückzahlen. Insgesamt gilt, in den USA brauchen wir eine Umverteilung. In Deutschland ist die Sache ein bisschen anders. Da haben wir ja immer die Linken, die sagen, wir müssen umverteilen, aber die Linken denken, und das stört mich meistens nicht daran, wie wir überhaupt das erwirtschaften, was wir dann umverteilen können. Dementsprechend müssten wir in Deutschland, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, diese Risikoaversion ändern. Deutschland hat überhaupt kein positives Verhältnis zu Risiken. Diejenigen, die ins Risiko gehen, sind meistens dann die Gearschten, auf Deutsch gesagt. Viele gehen den bequemen Weg, lassen sich bei einem Konzern anstellen, was soll schon schief gehen. Aber diejenigen, die zum Beispiel, was weiß ich, eine Kneipe, ein Restaurant eröffnen, die müssen erstmal investieren. Die investieren dann auch Arbeitszeit, die gehen voll ins Risiko, können alles verlieren, was sie haben, in die Privathaftung kommen etc. Diese Leute müssen wir stützen, da müssen wir unterstützen, wir müssen diejenigen, die Risiken eingehen, supporten und müssen auf der anderen Seite diejenigen, die extrem reich sind, in irgendeiner Form deckeln, denn wer braucht schon mehr als, sagen wir mal, 50 Millionen Euro oder 50 Millionen Dollar? Da müssen wir einfach sagen, so, hier ist Stopp, wir wollen niemanden daran hindern, reich zu werden durch geniale Ideen, durch Unternehmertum, aber irgendwann müssen wir sagen, hier ist die Grenze, sonst wird es zu krass und hier könnte man also eine Linie fahren zwischen, wir fördern Unternehmer, wir fördern diejenigen, die ins Risiko gehen, sorgen aber auf der anderen Seite dafür, dass die Spanne nicht zu groß wird, um eben hier die Dinge nicht eskalieren zu lassen. Es wird früher oder später sowieso dazu kommen, dass sich der Staat an den Vermögen der sehr Wohlhabenden bedienen wird. Bislang zahlen vor allem die Leute aus dem Mittelstand die Zeche. Das ist genau das Problem, während die Superreichen da sehr, sehr gut wegkommen. Kommen wir jetzt zu Facebook, dieser Monopolisierung in Tech-Bereich. Jetzt ja die Bundesstaaten der USA wie auch die US-Regierung einen Lawsuit, Antitrust Lawsuit. Es geht um WhatsApp, es geht um Instagram. Hier scheint es darauf hinauszulaufen, dass das zwangsverkauft werden muss und das wäre natürlich für Facebook eine schlechte Nachricht, das ist auch für die anderen Tech-Konzerne eine schlechte Nachricht, deswegen eben gestern dann die FANG-Aktien deutlich gefallen, Nasdaq mit dem schlechtesten Monat oder mit dem schlechtesten Tag seit einem Monat, die FANG-Aktien besonders unter Druck, dazu kam noch, dass diese Stimulus-Gespräche nicht wirklich weitergeführt haben und das angesichts der Situation, die ich vorhin gezeigt habe, dass also fast jeder vierte Haushalt im Prinzip nicht weiß, wann das nächste Essen auf dem Tisch steht. Und so sehen wir eben die Performance gestern, um an die Wall Street zurückzukehren. Information Technology, der mit Abstand schwächste Sektor, der Nasdaq über 2% im Minus. Kommen wir jetzt zu der Corona-Situation, weil die eben auf die Märkte auch abstrahlen wird. Wir haben in Deutschland wieder mehr als 23.600 Fälle. Die Zahl bleibt also sehr, sehr hoch bei 440 an oder mit Corona Verstorbenen. Jetzt sagen viele, ja, es gibt ja ungefähr 20-25% hier in Deutschland, die sagen, entweder gibt kein Coronavirus oder ist nicht schlimmer als Grippevirus, wie zum Beispiel Bhakti, diesen Professor, den ich persönlich sehr schätze und glaube, es ist ein sehr anständiger Typ, aber er ist eben sehr weit von der Realität entfernt, von der Praxis entfernt, genauer gesagt. Ich würde jeden bitten, mal ergebnisoffen, einfach mal das Gespräch zu suchen, vielleicht zum Beispiel mit Leuten, mit Ärzten, die auf der Intensivstation arbeiten und stellt mal die Frage, ist das so wie beim Grippevirus? Es gab ja 2018 auch eine Grippeepidemie in Deutschland, sind viele Menschen gestorben, aber eben beileibe nicht so viele, so wie es jetzt aussieht, wie an Corona und fragt einfach mal diese Ärzte ergebnisoffen, ohne in eine Ideologie, in eine vorgefasste
Weltauffassung zu verfallen, fragt die mal, wo ist der Unterschied? Ist das krasser oder ist es nicht krasser? Und sie werden sagen, es ist viel krasser. Das weiß ich aus Gesprächen mit eben solchen Ärzten. Ich bin ja leider als Geisteswissenschaftler, oder was heißt leider, umzingelt von Ärzten in meiner Familie, in allen Bereichen von Gesundheitsamt bis hin eben zu solchen Menschen, die direkt an der Materie dran sind. Wir sehen, dass die Lage in den USA schlimm ist, genauso schlimm ist, nicht besser ist. Über 200.000 Fälle, 209.000 Fälle gestern, neuer Rekord in Hospitalisierungen, 106.688, etwa 70% der Intensivbetten sind schon belegt. Hier in Deutschland das Problem ja gar nicht mal die Belegung der Intensivbetten, sondern das Personal dafür. Und wir sehen hier die tägliche, also die Zahl der Toten über 3000. Das erste Mal, dass das jetzt der Fall ist, 3054. Und wir sehen, die 7-Tages-Durchschnitt weist hier deutlich nach oben. Also da ist auch Lockdown in verschiedenen Regionen der USA wohl eine Frage der Zeit. Insgesamt sehen wir, und das ist ein interessanter Punkt, dass eben diese Epidemie sich ein bisschen rausverlagert hat, nicht nur in den Ballungsräumen, sondern in ländlichen Räumen. Wir sehen, dass diesmal in dieser Welle die Infektionsraten im ländlichen Raum deutlich, deutlich höher sind als eben noch im Frühjahr. Und wir haben anderes Thema Brexit jetzt von der Leyen, die ja gestern gespeist hat mit Boris Johnson. Sie hat gesagt, we understand each other's positions, they remain far apart. Sie sind also noch weit entfernt. Jetzt hat man wieder eine neue Deadline gemacht. Schauen wir uns mal die Deadlines an. Erst hieß es Ende Oktober Ultimatum Brexit, dann Mitte November Ultimatum Brexit, dann Ende November Ultimatum Brexit. Hier ein Kommentator bei finanzmarktwelt.de. Dann 7.12. Ultimatum, 9.12. Ultimatum. Jetzt sagt man bis zum Wochenende, 13.12. Ultimatum. Dann werden wir wahrscheinlich am 31.12. die Meldung haben, naja, wir werden jetzt mal bis zum 31.03. weiterverhandeln. Die Gespräche laufen sehr gut, wir haben Hoffnung. Also das ist der ganze Wahnsinn, der sich da abspielt. Es geht vor allem um die Frage eben dieses Level Playing Field. Das heißt, wenn die EU zum Beispiel sagt, hier bestimmte Standards in Sachen Umwelt etc., dass die Briten das dann akzeptieren müssen, dann sagen die Briten, das kann nicht sein, das hat der Johnson gestern im Parlament wörtlich gesagt, das würde kein britischer Premier würde dem zustimmen, dass wir uns dann trotzdem der Gesetzgebung der EU unterordnen. Aber die EU fürchtet eben bestimmte Dumpings, steuerlich wie auch in Sachen Umwelt etc. etc. Schwieriges Thema. Dazu noch Fischerei etc. Heute kommt Madame Lagarde. Und wir werden ab 13.45 das Ergebnis der Sitzung berichten, 14.30 dann praktisch eine Art Live-Kommentierung der Aussagen von Lagarde in der PK bringen. Was wird erwartet? Basisszenario, dass wir dieses PEP, also diese Notfallmaßnahmen ausweiten, 500 Milliarden jetzt noch draufpacken, TLTRO, also diese Bankentender und so weiter, More Tiering, also diese ganzen Geschichten, die, naja, die Frage ist, was sie ändern, was bringen sie der Wirtschaft? Nicht viel, sonst hätten wir eben nicht die von mir beschriebene Situation, vor allem in den USA wäre die Fed so erfolgreich, dann würden nicht so viele Millionen Amerikaner zum Beispiel nicht wissen, wo sie ihr Essen herbekommen sollen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir jetzt 18 Billionen an negativ rentierenden Staatsanleihen. Was will man da noch mehr machen? Statt eben den Staaten zu ermöglichen, sich umsonst zu verschulden, sollte man versuchen, die Leute zu unterstützen, indem man so etwas macht, ja, wie Helikoptergeld, wie ein Grundeinkommen, das dann eben direkt an die Leute gegeben wird, etwa zum Beispiel mit Gutscheinen für den lokalen Konsum, wenn diese Corona-Geschichte eingedämmt oder vorbei ist, dass man also sagt, wer in seinem Ort einkaufen geht beim Einzelhändler, der bekommt einen Gutschein dafür, der kann da umsonst einkaufen. Das wären Maßnahmen, womit wir die Wirtschaft unterstützen, die Leute wirklich unterstützen und nicht sozusagen hier in einem abstrakten Finanzraum irgendwelche digitalen Zahlen drucken. Das macht alles keinen Sinn. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. 14.30 wird es wichtig und 13.45 mit Lagarde. Schauen Sie da rein bei finanzmarktwelt.de. Servus und ciao.